Hallo Kinder, willkommen zurück zu Phoenix Wright Ace Attorney. Ich hatte euch ja gesagt, dass ich den fünften Fall des ersten Spiels auch noch machen werde. Und der lautet Aus der Asche. Okay, nochmal ganz kurz Zusammenfassung. Die eigentliche Story des ersten Spiels ist somit schon eigentlich beendet. Aber für die Nintendo DS-Version wurde speziell der fünfte Fall Aus der Asche hergestellt. Normalerweise war das ja eigentlich ein Game Boy Advance-Spiel in Japan, aber für die amerikanische und die europäische Version, DS-Version, wurde dann eben nochmal ein Fall dahinter hergeschmissen. Ich glaube, in Japan gab es eine DS-Version ebenfalls und da war das dann genauso. Jo, kurzes Gebrabbel, kein Sinn hinter, also wir haben hier neue Charaktere, aber seht einfach mal selbst. Zwei Monate ist es nun her, dass Maya das Büro verlassen hat. Zwei Monate ohne einen einzigen Fall. Es gab Angebote, aber ich habe keines eingenommen. Das heißt, bis eines Tages dieses Mädchen auftauchte. 22. Februar, 10:02 Uhr, Anwaltskanzlei Wright und Partner. Warum muss ich jeden Tag ins Büro kommen? Es ist ja nicht so, als ob ich arbeiten will. Fauler Sack, du. Da sind sie ja endlich! Wo waren sie? Die Verhandlung meiner Schwester ist morgen! Wer sind sie? Es spielt keine Rolle, wer ich bin. Es ist nur wichtig, wer sie sind. Sie sind der berühmte Strafverteidiger Mia Fey! Jetzt nicht so? Oh, sie sind nicht Mia Fey, oder? Es tut mir leid, aber Frau Mia Fey ist, naja, sie arbeitet nicht mehr hier. Also Sie sind der Praktikant? Ich bin Phoenix Wright, ein Strafverteidiger. Right. Moment. Sie sind der Phoenix Wright? Der Phoenix Wright vom Edgeworth-Mordfall? Ja, das ist richtig. Es war zwar nicht Edgeworth, der ermordet wurde, aber was für eine Erleichterung! Sie sind besser als niemand. In der Not frisst der Teufel auf Frieden, wa? Es tut mir leid, aber ich befürchte, ich nehme im Moment gar keine Fälle an. Aber Sie sind Phoenix Wright, richtig? Der ungeschlagene Strafverteidiger? Ja, mit einer Bilanz von 4 Fällen ist das jetzt nicht so. Hören Sie, ich nehme keine neuen Fälle mehr an. Es tut mir leid, aber Sie werden es anderweitig versuchen müssen. Bitte, mir läuft die Zeit davon. Aber bitte, Sie müssen mir helfen. Es geht um meine Schwester. Was? Maya könnte es sein? Na gut, okay, ich höre Ihnen zu. Wirklich? Vielen Dank! Ich heiße Ima Sky, ich bin eine wissenschaftliche Ermittlerin. Wissenschaftliche Ermittlerin? Leute, kurzes Geständnis, ich habe den Fall schon mal bis zum Ende der ersten Gerichtsverhandlung gespielt und aufgenommen, aber danach ist meine externe Festplatte leider abgeschmiert. Von daher ist das jetzt alles noch frisch, was ich hier habe, und ich finde es total nervig, das nochmal machen zu müssen, aber was mache ich nicht alles für euch? Kleinen Applaus für mich! Das sind 2, 3 Stunden, die dabei wieder draufgehen. Denkt dran, ich habe einen ziemlich engen Zeitplan, aber ich mache das alles nur für euch. Ja, und für mich, damit ich das alles fertig kriege. Also, Ima, erzähl mal, was ist los? Schluss, Gerl. Ima, nicht wahr? Sie sind wissenschaftliche Ermittlerin? Ja, das ist richtig, stimmt. Etwas nicht? Nein, sie wirken nur etwas, naja, nervös oder vielleicht einfach nur jung? Jung? Ich werde dieses Jahr 16. Ah, ich verstehe. Moment, erst 16? Ich werde mit Sicherheit in 3 Jahren offiziell der Forensik zugewiesen.
Ich habe auch schon eine Forensignatur. Man kennt meine Arbeit mittlerweile recht gut und das trotz meines Alters. So ein kleiner Spaßvogel. Und was genau ist im Moment dein Posten? Nun, vom juristischen Standpunkt gesehen, ich schätze, Sie können mich eine Elfklässlerin nennen. Und mit 15 in der 11.? Ich war erst mit 17 in der 11., mal ganz ehrlich hier. Aber ganz ehrlich, die 11. Klasse, ohne Scheiß. Ich will jetzt mich nicht zu weit aus dem Fenster hängen. Für alle Leute, die ihr Abi nach 12 Jahren machen, gilt das vielleicht nicht. Aber ich habe mein Abi nach 13 Jahren gemacht. Und jeder, der in der 11. Klasse durchfällt oder sitzen bleibt oder auch nur eine 5 auf dem Zeugnis hat, der ist ein Zivilversager. Das ist einfach so. Ich bin besoffen zum Unterricht gekommen und ich hatte trotzdem überall eine 2. Ohne Scheiß jetzt. Wenn du irgendwie Probleme in der 11. Klasse hast, dann solltest du dir überlegen, ob du nicht aus deinem eigenen Leben drehst. Ah, nee, so weit will ich gar nicht gehen. Ich bin bereit, meine Arbeit zu tun und das trotz meines Alters. Toll, schon wieder ein zukünftiger Profi in der Ausbildung. Los! Was steckt hinter diesem erwähnten Fall? Du sagtest, die Verhandlung sei morgen? Meine Schwester ist unschuldig. Sie würde niemanden mit einem Messer erstechen. Das würde sie nicht. Niemals! Also geht es um einen Mordfall? Mir ist egal, dass es einen Zeugen gibt, der sie gesehen haben will. Sie war es nicht. Ich weiß, dass sie es nicht getan hat. Das ist eine wissenschaftliche Tatsache. Und es gibt einen Zeugen. Sie sprechen nur mit ihr. Sie müssen mit ihr sprechen. Sicher, das werde ich wohl tun. Ich versprach ihr, ich würde Mia Fey holen, aber... Das ist interessant. Woher könnte sie Mia kennen? So, du willst also eine wissenschaftliche Ermittlerin werden, wenn du groß bist? Wie bitte? Ich bin kein Kind, das sollten Sie zur Kenntnis nehmen. Trotzdem ist es gut, ein Ziel zu haben, auch wenn es ein sehr ungewöhnliches ist. Ich bin der Meinung, dass man Ermittlungen wissenschaftlich angehen sollte. Sie nicht? Ja, man kann ihr auf jeden Fall keinen mangelnden Enthusiasmus vorwerfen. Behandeln wir den Fall wissenschaftlich, wird sich ihre Unschuld erweisen. Deine Schwester? Ich habe Nachforschung angestellt, wissen Sie? Wollt jetzt erstmal was zu trinken, sonst kann ich nicht mehr so sprechen. Ich bin ja auch schon ein alter Kerl. Ich entwickle eine neue wissenschaftliche Methode der Falluntersuchung. Ich werde sie Ihnen zeigen, wenn ich damit fertig bin. Ja, darauf freue ich mich schon. Ich schätze, ich sollte zur Strafanstalt runtergehen und mit ihrer Schwester sprechen. Ja, aber erstmal fragen wir, was da mit Mia los ist. Meine Schwester hat ausdrücklich nach ihr gefragt. Mia Fey war ein paar Jahrgänge unter ihr auf der Schule. Also ging sie mit Mia auf eine Schule? Sie hat mir immer gesagt, ich soll zu Mia gehen, wenn ich einen Anwalt brauche. Und nun ja, ich brauche einen. Übrigens ist Mia eine Frau. Mia, ja, ich fand es schon komisch, als ich sie gesehen habe. Nun ja, es ist nett, dass du deiner Schwester so hilfst. Ihr steht euch sicher nah? Na ja, tatsächlich hasse ich sie ein wenig, wenn sie so ist wie jetzt. Aber, ach, sie ist meine ganze Familie. Deine ganze Familie? Was ist mit deinen Eltern? Sie starben bei einem Autounfall, als ich klein war. Oh, das tut mir leid. Gut, dann wollen wir mal zu Mia, Schwester. 22. Februar, Strafanstalt, Besucherraum. Oh Leute, ich muss mir mal eben die Nase putzen, ganz kurz. So, habe ich jetzt und ich habe mir auch noch so einen schönen Mr. Tom Erdnussriegel hier geholt. Und den werde ich mir jetzt ordentlich reinstylen, während ich hier Let's Play aufnehme. Da müsst ihr aber auch mal eine Lanze für mich brechen. Das letzte Mal, als ich während eines Let's Plays was gegessen habe, das war während des dritten Parts von Simon the Sorcerer 2 und die Aufnahme davon liegt mehr als ein Jahr in der Vergangenheit. Also von daher, stellt euch mal nicht so an, ich habe auch mal Hunger. So, erstmal richtig hinsetzen. Ich frage mich, was mit Ima los ist. Sie ist plötzlich so still geworden, seit wir angekommen sind. Wache, ich habe doch gesagt, dass ich keinen Besuch will. Boah, ich habe schon voll im Mund. Nam, nam. Entschuldigung, ist es nur Ihre Schwester? Keine Ausreden. Oder wollen Sie Ihre Gehaltserhöhung in diesem Jahr nicht, Verstanden. Was sollte das denn?
Alter, Mr. Tom, ohne Scheiß, Leute jetzt. Mr. Tom, kennt das noch einer von euch? Mr. Tom gibt's immer bei Rewe an der Kasse, so links oder rechts, je nachdem wie das aufgebaut ist. Aber richtig geil das Zeug. Ich habe das heute mir jetzt wieder gekauft. Meinen letzten Mr. Tom habe ich gegessen, das ist 3 Jahre her. Ich hatte jetzt einfach mal wieder Bock dazu. Ich bin da hingegangen, habe gesagt, so, Mr. Tom. Und ich nehme gerade an grünen Donnerstag auf. Schön, wa? Ich war heute... Das ist eigentlich wieder was für eine Minecraft-Aufnahme, aber das muss ich jetzt eben loswerden. Ich sage nur Rentner-Geddon. Ich habe das Gefühl, dass am Wochenende die Erde untergeht. So viel wurde da eingekauft und so viele Gramusel waren da und fuhren mir mit ihren Einkaufswagen in die Hacken, standen im Weg rum. Ach, Sozialdarwinismus. Irgendwie ist das voll das Auffangbecken da geworden, Rewe. Hallo, Lana. Komisch. Ich erinnere mich daran, dass ich dich explizit angewiesen habe, nicht herzukommen. Vielleicht trügt mich meine Erinnerung. Nein, hör mir zu. Ich wollte gar nicht herkommen, okay? Aber deine Verhandlung ist morgen. Du hast immer noch keinen Strafverteidiger. Ich stehe morgen vor Gericht. Das hat nichts mit dir zu tun, Emma. Boah, Emma. Wie ich einfach mal einen vollen Mund hab, Ray. Moin. Nicht wahr, Herr Wright? Hey, woher kennen Sie mich? Mir hat sie erwähnt, ich habe so einiges erfahren. Entschuldigung, aber was genau haben Sie? Mein Name ist Lana Sky. Ich bin die Generalstaatsanwältin des Bezirks. Sie sind Staatsanwältin? Zwei Schwestern, eine davon Anwältin. Könnte das ein Zufall sein? Nein, ganz bestimmt nicht. Lieber Lana, ich meine, sie sind genau wie... Alles in Ordnung, Herr Wright? Ja, das erinnert uns doch sehr an Mia und Maya. Etwas sollten sie von Anfang an wissen. Nämlich? Die Verdächtige in diesem Fall hat das Verbrechen gestanden. Was? Moment, aber die Verdächtige bist doch... Bin ich. Ich habe es getan. Nun, Herr Ryan. Tja. Warum fangen wir nicht damit an, dass Sie mir erzählen, was genau da passiert ist? Nun. Das Verbrechen fand gestern statt, am 21. Februar um 17.15 Uhr. 17.15 Uhr. Das ist ziemlich genau. Er stand in der Zeugenaussage, verdammte Axt. Ein Zeuge sah mich das Verbrechen eindeutig begehen. Nun, das war ziemliches Pech, wa? Das Verbrechen fand in der Tiefgarage des Büros der Staatsanwaltschaft statt. Die Leiche wurde im Kofferraum meines Untergebenen gefunden. Staatsanwaltschaft, hm? Im Kofferraum ihres Untergebenen? Klasse. Ich wurde auf der Stelle verhaftet, in Flagrantis erwischt, sozusagen. Ich brauche auf jeden Fall morgen. Wir kriegen das eigentlich andere Let's Player hin, während ihre Aufnahme zu fressen. Ich weiß nicht. Also einmal meinte Freak Gamer, dass er noch nie einen Part von Minecraft aufgenommen habe, ohne dabei gegessen zu haben, und ich höre es einfach nicht. Und wenn ich mir hier so einen Mr. Tom reinstyle, dann kann ich einfach nichts anderes tun, als diesen Mr. Tom zu essen. Aber das Zeug schmeckt auch geil. Hab ich ganz vergessen. Aber ich glaube, mehr als einen davon im Monat könnte ich auch nicht essen. Ja, ihr müsst euch jetzt noch ein bisschen mein Gekauer anhören. Aber ich habe jetzt den letzten Bissen im Mund, also von daher. So mit Cola runterspülen. Ich wurde auf der Stelle verhaftet, in Flagranti erwischt sozusagen. Meine Güte! Wer ist denn das Opfer? Also, wer war das Opfer? Ein Ermittler des Polizeireviers. Ich denke, die richtige Bezeichnung ist Inspektor. Ein Inspektor? Tod durch Blutverlust. Er wurde einmal in den Bauch gestochen.
Von Ihnen? Der Tod trat nicht sofort ein, aber die Wunde war tödlich. Ich verstehe. Gestatten Sie mir, dass ich mich wiederhole, Herr Wright. Das Opfer war ein Inspektor. Sie wissen, was das bedeutet, nicht wahr? Oh. Was, Herr Wright? Was bedeutet das? Nun, es bedeutet, die Polizei wird es als Frage der Ehre ansehen, dass man mich schuldig spricht. Sie werden alles in ihrer Macht Stehende dafür tun. Je mehr ich darüber erfahre, desto umso schlimmer wird dieser Fall, Herr. Ja.